Hey, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Willkommen zu einer weiteren kleinen Tour oder fast schon Projekt, könnte man sagen. Ah, nicht ganz, aber ja, heute startet eine neue Tour. Ich bin gerade mit dem Zug, ich fahre jetzt mit dem Zug nach Hamburg, bin gerade mit dem Taxi hier zum Aachener Hauptbahnhof gefahren. Um die Uhrzeit fahren mich leider noch keine Busse. Es ist jetzt, glaube ich, 4:15 und was ein bisschen schade ist, ich dachte eigentlich, ey, das wäre jetzt mal eine Gelegenheit, mal eine von diesen E-Scootern zu benutzen und dann einfach um die Uhrzeit morgens von Würselen nach Aachen zu fahren, weil ich wohne nicht direkt in Aachen Zentrum. Und nur leider gibt es in Würselen keine E-Scooter, die gibt es nur direkt in Aachen. Naja, egal, jetzt bin ich auf jeden Fall mit dem Taxi hergefahren. Und ja, was es mit dem heutigen Projekt so genau auf sich hat oder was mit der jetzigen Tour auf sich hat, das werde ich euch später erzählen. Jetzt geht es erstmal mit dem Zug nach Hamburg. So, ich habe jetzt noch eine gute Stunde Zeit, habe mir gerade hier, ach, warte mal, Maske mal runternehmen. Ich habe mir jetzt gerade noch was zum Frühstücken geholt und setze mich jetzt hier an die Domplatte, werde das in Ruhe essen. Und um 7 Uhr geht es dann Richtung Hamburg. Wie dem geneigten Beobachter aufgefallen sein wird, fehlt etwas Essentielles für meine üblichen Radreisen. Und das heute wird natürlich auch wieder eine Art Radreise werden, aber wer genau hinschaut, dem wird auffallen, da fehlt was, nämlich ich habe kein Fahrrad dabei. Warum, wieso, weshalb, auch das werdet ihr später sehen. Ich habe auch sehr wenig Gepäck dabei, ich habe hier nur mein so ein Seatpack dabei von Ortlieb und eben einen Rucksack auf dem Rücken, mein Fahrrad, mein Mountainbike Rucksack und mehr habe ich nicht dabei. Und was es damit genau auf sich hat, seht ihr dann später, wenn es nicht irgendwie schon durch Thumbnail oder durch den Titel des Videos schon offensichtlich ist, keine Ahnung. Oder Leute, die meine Post vorher gesehen haben und es schon erraten haben. Man weiß es nicht. So, dann würde ich sagen, bis später. Was ich auch noch erzählen wollte, falls die Videoqualität aus irgendeinem Grund von dieser kleinen Videoreihe seltsam sein sollte oder irgendwas nicht passen sollte, dann bitte ich das jetzt schon mal voraus zu entschuldigen, denn ich habe mit den Einstellungen der Kamera rumgespielt, habe ein paar Sachen geändert und will hier und da ein paar Dinge ausprobieren, um die Videoqualität unterm Strich zu verbessern. Das erfordert aber ein bisschen Experimentieren, weil ich jetzt auch nicht der absolute Profi bin, was das angeht. Daher weiß ich noch nicht, was jetzt dabei rauskommen wird, was ich jetzt mit den Einstellungen gemacht habe, aber ich bin gespannt. So, liebe Leute, ich bin in Hamburg angekommen. Es lief sehr komfortabel und unproblematisch. Ich bin erstmal mit dem Flixtrain gefahren und das lief echt gut, ging ziemlich zügig, also alles prima. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg zu Bonvelo in Aachen, denn, wie ihr wisst, habe ich kein Fahrrad dabei. Und mein Plan war, Moment, müssen wir über die Ampel. Mein Plan war, oder was heißt war, mein Plan ist, dass ich mir nämlich dort jetzt ein schickes neues Bike hole. Mehr dazu gleich. Und der Plan ist, damit nach Hause zu fahren. Ich weiß nicht, ob ich das, ich habe nur Samstag, Sonntag Zeit, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber auch zu dem Vorhaben später mehr. Ich dachte mir einfach mal, andere Leute fahren, weiß ich nicht, nach München, um da ihr neues Auto bei BMW abzuholen, um damit nach Hause zu fahren. Und man kann sich zwar jetzt denken, warum hast du das Fahrrad nicht einfach bestellt, für 20 Euro Aufpreis, aber ich dachte mir, neues Fahrrad ist immer eine schöne Angelegenheit, da freut man sich immer drüber, das können bestimmt viele nachvollziehen.
und ich dachte mir, ich kann das Ganze noch mal ein bisschen zelebrieren und dann auch mit einer kleinen Tour verbinden. Vor allem, es ist ein Fahrrad, was ich bisher, eine Art von Fahrrad, die ich bisher noch nicht besessen habe. Aber das seht ihr dann gleich. Aha, hier ist BOC, aber da wollen wir nicht hin. Es müsste irgendwo hier in dieser Straße sein. Ich bin gespannt. Aha, ich habe da was gefunden. Das sieht gut aus da hinten. Das ist die Frage, wo ist der Eingang? Da hinten ist auf jeden Fall schon mal das Logo. Laufen wir einmal rum. Auch wenn das vielleicht ganz interessant wäre, ich werde das jetzt im Laden natürlich nicht filmen, weil ich mag das nicht, irgendwelchen fremden Leuten immer die Kamera ins Gesicht zu halten. Vor allem so ungefragt. Ich selber würde das auch nicht so toll finden. Von daher. Ich bin fündig geworden. So. So, liebe Leute, für euch gab es jetzt quasi einen kleinen Zeitsprung. Welcome to the world of tomorrow! Why do you always have to say it that way? Haven't you ever heard of a little thing called showmanship? Denn ich wollte das, was jetzt folgt, nicht direkt vor dem Laden machen oder mitten in der Innenstadt, sondern wollte mir irgendwas Abgelegeneres suchen und euch jetzt mal mein neues Bike vorstellen. Aber bevor wir damit loslegen, gibt es erstmal ein paar völlig übertriebene Beauty-Shots. Wie ihr schon wisst, handelt es sich dabei um ein Bike von der Hamburger Firma Bonvelo. Und zwar ist das das Modell Rakete. Und zwar Rakete Kette. Denn es gibt das Bike einmal mit normaler Fahrradkette, so wie hier. Oder eben mit dem Gates Riemenantrieb. Ich habe mich für die Kette entschieden, weil der Riemenantrieb, den gibt es zum Beispiel nur als Single Speed, nicht als Fixed. Und auch bei einer Kette ist natürlich auch die Übersetzung zu ändern deutlich einfacher, weil dieser Riemenantrieb ist in der Anschaffung sehr teuer. Und ich vermute auch mal, wenn man da dann später die Übersetzung anpassen will, ich weiß gar nicht, welche Möglichkeit man da hat, ist das sicherlich auch nicht unbedingt günstiger. Ja, bei dem Bike handelt es sich um ein Single Speed bzw. Fixie. Hier hinten ist eine Flip-Flop-Narbe drauf, das heißt jetzt hier haben wir das Freilaufritzel, das ich gerade fahre. Also ich fahre es im Moment als Single-Speed und auf der anderen Seite hier ist das Fix-Ritzel. Das heißt, wenn ich das Hinterrad ausbaue, umdrehe, wieder einsetze, habe ich ein Fixie. Mein Plan ist es, das Bike irgendwann als Fixie zu fahren. Ich fahre es aktuell aber erstmal als Single-Speed. Zum einen, ich habe noch nicht sehr viel Erfahrung mit Fixies und wollte mich jetzt erstmal an das neue Bike gewöhnen, weil ich hatte vorher noch kein Fahrrad in dem Stile, also so Roadbike-mäßig. Ich hatte auch noch nie ein eigenes Rennrad. Ich habe zwar schon mal auf welchen gesessen, bin auch schon mal mit welchen gefahren, aber habe nie selber welche besessen. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt fährst du das erstmal ein paar Tage oder mal zwei, drei Wochen als Single Speed, bis du dich ans Fahrrad gewöhnt hast. Inzwischen muss ich sagen, habe ich mich schon ganz gut dran gewöhnt. Ich fühle mich inzwischen sehr sicher da drauf. Und ja, müsst bedenken, das hier nehme ich deutlich später auf. Deswegen, wenn ich nämlich nachher noch unterwegs bin, was ihr gleich noch sehen werdet, da fühle ich mich am Anfang nämlich noch etwas wackeliger auf dem Fahrrad, weil ich eben so einen schmalen Lenker und so noch nicht gewohnt war. Aber schon einen Tag später fühle ich mich sehr sicher auf diesem Bike und kann damit eigentlich, denke ich, jetzt auch inzwischen relativ gut umgehen, dass ich mich nicht mehr, nicht mehr so unsicher fühlen muss. Was gibt es noch zu sagen? Ich habe mich für die Farbe Raw entschieden, das heißt, es ist einfach nur poliertes Aluminium. Das Bike wiegt, glaube ich, 9 Kilo plus minus 100, 200 Gramm, ich bin nicht ganz sicher. Ja, ansonsten, was kann ich noch groß dazu sagen? Ich habe mich für die Variante mit Drop Handlebars entschieden, weil ich das ganz interessant finde, sehr viele Handpositionen zur Auswahl zu haben und außerdem finde ich, sieht es auch in der Kombination auch schicker aus als mit so einem Razor Bar oder Bullhorn oder was auch sonst ich noch alles gibt. Aber wer weiß, vielleicht bleibt das auch nicht so.
Ja, und ansonsten, glaube ich, kann ich nicht viel dazu erzählen. Ich bin bisher sehr zufrieden damit, so viel kann ich schon mal verraten. Und ja, es ist halt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin sehr erstaunt. Die Thick Slicks hier von WTB oder WTB, wie auch immer man das aussprechen möchte, fahren sich super angenehm. Also es rollt gefühlt wie von selbst. Und die haben eine erstaunlich gute Dämpfung. Also die schlucken wirklich gut Unebenheiten und kleine Stöße super gut weg. Ist deutlich weicher mit zu fahren, also auf unebenen Strecken, als mit meinem Trekkingfahrrad. Und ja, ich überlege gerade. Habe ich noch irgendwas vergessen zu erwähnen? Nö, eigentlich nicht. Ja, ich will ja hier auch, ne, ich mache jetzt keine Werbung oder sonst weiß ich was, deswegen. Es ist ein schönes, leichtes Single-Speed-Fixie, was ich finde, was sehr, sehr slick und sehr schick aussieht. Und es fährt sich für mich sehr gut. Ich sitze sehr bequem drauf. Ich bin erstaunt, der Sattel, der hier standmäßig bei ist, der ist verdammt bequem. Da sitze ich richtig gut drauf. Ich hatte überlegt, mir da auch den Brooks C17 drauf zu machen. Den habe ich auf meinem Mountainbike, mit dem bin ich sehr zufrieden. Aber ich habe es jetzt erstmal gelassen, weil ich dachte, ich probiere jetzt erstmal den Sattel aus, der dabei ist. So ein Fahrrad an sich kostet ja auch schon genug. Preislich liegt das um die 600. Und es ist aus Aluminium, das habe ich auch noch nicht erwähnt. Also es ist einfach nur poliertes Aluminium, der Rahmen. Gibt es natürlich auch lackiert in verschiedenen Farben. Also ich glaube, nicht lackiert, wahrscheinlich pulverbeschichtet. Aber gibt es in verschiedenen Farben. Und ja, bisher bin ich sehr zufrieden. Wo ich mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen musste, sind die Felgenbremsen, weil es sind eben keine Scheibenbremsen mehr. Ich bin das letzte Mal etwas mit Felgenbremsen gefahren. Das ist, boah, ich glaube, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Da war ich, glaube ich, so 18, 19 oder sowas. Seitdem habe ich nie wieder was ohne Scheibenbremsen gefahren. Ich bin eine ganze Zeit lang gar kein Fahrrad gefahren. Und dann habe ich mir irgendwann ein Mountainbike geholt und das hatte dann halt Scheibenbremsen. Seitdem haben alle meine Bikes Scheibenbremsen gehabt und jetzt habe ich hier mal wieder Felgenbremsen. Auch wenn ich überlege, das irgendwann als Fixie zu fahren und jetzt irgendwelche Puristen kommen, Fixie fährt man ohne Bremsen. Auf keinen Fall, bei mir bleiben die Bremsen dran, weil es ist mir einfach zu riskant. Ich wüsste auch nicht, was mir das an einen Mehrwert, an Spaß liefern sollte, wenn ich die Bremsen abmontiere. Ich muss sie ja nicht benutzen. Wenn man einigermaßen skidden kann, kann ich verstehen, wenn die Leute die Hinterradbremse abnehmen. Aber ich würde nie im Leben die Vorderradbremse abmachen, weil es mir viel zu riskant. Wenn man wirklich in eine richtige Notsituation gelangt und man, ja, skidden ist halt auch so eine Sache, das muss man halt wirklich können. Und selbst dann, glaube ich, ist das halt trotzdem schwieriger als mit zwei soliden Bremsen oder zumindest mit einer Vorderbremse dazu, wenn es richtig haarig wird. Und ja, ist mir persönlich einfach zu riskant und jeder, der das machen möchte, kann es gerne machen. Ich persönlich werde es auf keinen Fall machen. Vor allem bringe ich damit im Zweifel nämlich nicht nur mich, sondern auch andere in Gefahr. Und dann brauche ich mich auch nicht zu sehr mit der Polizei rumschlagen, wenn da keine Bremsen dran sind. Aber naja, soll jeder machen, wie er meint. Ich werde das nicht tun. Stimmt, noch etwas, was ich auch noch erzählen wollte. Wahrscheinlich wird die Frage kommen oder werden sich einige Leute fragen, warum ausgerechnet ein Single Speed oder Fixie? Ja, für mich sind es mehrere Gründe. Das Bike ist für mich in allererster Linie erstmal ein Bike zum Pendeln, also zum Beispiel um flott zur Arbeit zu kommen und zurück. Es ist also kein Reiserad, auch wenn es mal sein kann, dass ich vielleicht später auch mal damit richtige Touren fahren werde. Aber das weiß ich noch nicht. Und ja, in erster Linie ist es erstmal ein Rad zum Pendeln. Da war mir wichtig, dass es möglichst leicht ist. Und wenn man nicht gerade einen Stahlfixie oder Single Speed nimmt, dann sind die halt meist von Natur aus sehr leicht, weil zum Beispiel keine Schaltung dran ist. Man spart halt einige Komponenten. Und da kommen wir auch direkt zum zweiten Punkt. Ich mag diesen Minimalismus an diesen Bikes. Also ich finde es unglaublich, ja, es hat was, also dieses puristische, so nur das Nötigste dran. Und wie gesagt, außer Bremsen, die werde ich halt nicht wegnehmen. Ah ja, ich mag diesen Minimalismus. Das macht zeitgleich das Bike natürlich auch viel wartungsärmer als ein klassisches Bike.
und natürlich auch in der Anschaffung deutlich günstiger. Ja, das sind so für mich so die Motivation für so ein Bike gewesen. Und bis jetzt habe ich es noch nicht bereut. So, liebe Leute, ich habe jetzt eine erste Proberunde mit meinem neuen Bike gedreht. Ich bin sehr zufrieden. Es fährt sich wirklich wunderbar und es ist einfach so erstaunlich, wie unfassbar leicht dieses Bike ist. Also einfach allein das Hochheben ist jedes Mal erstaunt. Ich hatte vorher noch nie ein Bike in dieser Form. Ich habe nie ein eigenes Rennrad besessen, geschweige denn ein Single Speed oder Fixie. Und das ist das erste jetzt in dieser Kategorie. Ich habe solche Bikes mal von Freunden und Bekannten mal gefahren. Das war mir jetzt nicht völlig fremd, aber man muss ja trotzdem erstmal gewöhnen. Aber ich bin sehr zufrieden. Also ich sitze extrem gut drauf. Ich finde die Sitzhaltung sehr bequem. Ich merke, ich bin noch ein bisschen wackelig, ein bisschen unsicher, weil ich bin noch nicht an diese schmalen Reifen gewohnt und an diesen wirklich sehr, sehr schmalen Lenker. Überhaupt an so ein kleines und kompaktes Fahrrad. Aber ich denke, wenn ich noch ein bisschen gefahren bin, habe ich mich auch daran gewöhnt und gewinne etwas mehr Sicherheit auf dem Bike. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und habe jetzt hier gerade nach meiner Proberunde hier so ein bisschen in diesem Park hier gesessen und ein bisschen die Sonne genossen, ein bisschen was gegessen. Ja, und jetzt fahre ich zu meinem Kollegen, der hier in Hamburg wohnt, bei dem ich auch schon übernachtet habe, als ich von Flensburg nach Aachen gefahren bin. Da fahre ich jetzt gemütlich hin. Und dann mache ich mir mit dem Kollegen noch einen schönen Tag und Abend. Und morgen früh geht es dann los. Ich muss allerdings etwas umdisponieren. Ich habe ja Rucksack und das Seatpack dabei. Wie ihr seht, das steckt hinten in meinem Rucksack. Das macht den Rucksack sehr wuchtig und ein bisschen unbequem. Ja, und warum muss ich umdisponieren? Weil ich blöd bin. Ich habe eine Tatsache vergessen. Das Sitzrohr von dem Bike ist etwas breiter als gewöhnlich. Entsprechend sind die Straps, mit denen man normalerweise das Seatpack unten an der Sattelstütze festmacht oder am Sitzrohr, zu kurz. Und der Sattel ist nicht hoch genug für mich. Also der ist jetzt so eigentlich eine relativ gute Höhe. Ich müsste ihn höher machen, um das Seatpack dran zu kriegen. Aber dann sitze ich nicht mehr richtig. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen Krempel mir gleich schnappen, in den Karton packen und vom Kollegen aus nach Hause schicken. Und nehme da wirklich nur das mit, was ich wirklich noch brauche. Soll mir eigentlich an sich auch recht sein, habe ich weniger Krempel dabei. Ich habe das eigentlich alles nur mitgenommen, damit ich auch den Krempel mitbekomme, den ich so heute brauche, also normale Klamotten so zum Rumlaufen. Das werde ich dann morgen alles per Post nach Hause schicken und dann fahre ich morgen wirklich absolut minimalistisch nach Hause. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ach so, und wie ich heute durch Hamburg fahre, das filme ich erstmal nicht, weil ich möchte erst noch ein bisschen Zuversicht auf dem Bike gewinnen, bevor ich da mit einer Hand filmend durch den Straßenverkehr fahre, vor allem hier in Hamburg. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Deswegen mache ich das morgen. Ich habe auch diesen Chest, diesen Brustgurt dabei, aber den habe ich jetzt keine Lust rauszuholen und anzulegen. Das ist immer mal alles morgen. Morgen werde ich auch noch ein bisschen durch Hamburg fahren. It's so much harder than it sounds.
hallo liebe Leute. Ich bin gerade dabei, Hamburg zu verlassen. Hab wie gesagt beim Kollegen übernachtet, haben gestern Abend ein bisschen was unternommen und heute Morgen bin ich dann los. Ich habe jetzt mein überschüssiges Gepäck abgegeben bei der Post und zurückgeschickt an mich selbst und habe jetzt halt nur noch diesen Rucksack hier, der eigentlich auch jetzt nicht unbedingt leicht ist. Nicht bequem ist das nicht, vor allem mit der engen Haltung, mit dem schmalen Lenker, drückt das leider hier sehr. Mal gucken, wie lange ich das aushalte. Ist also nicht ideal. Ja, ich sehe auch hier sehr sexy aus, hier in dem Rucksack und Brustgurt eingeschnürt. Aber manchmal muss man für die Videos leiden. Nein, ja, der Plan ist jetzt, ich fahre jetzt Richtung Aachen. Und es gibt mehrere mögliche Szenarien. Ich fahre jetzt heute so weit, wie ich kann. Vielleicht sogar in die Nacht hinein. Und wenn ich gar nicht mehr kann, haue ich mich irgendwo hin zum Pennen. Oder ich suche mir eine Unterkunft und fahre nur bis heute Nachmittag. Und suche mir eine Unterkunft und fahre morgen weiter. Oder ich fahre heute so lange, wie ich Bock habe oder so lange, wie ich kann und steige dann in den Zug und fahre nach Hause. Das ist also jetzt keine zwangsweise mehr Tagestour. Ich mache das jetzt so, wie es sich für mich gut anfühlt, also eher locker, weil ich hatte zwar zu kurz hatte ich meine Gedanken, ob ich es schaffen könnte, ja, die ganze Nacht durchzufahren. Das wäre ein spannendes Unterfangen, da hätte ich auch eigentlich an sich Bock drauf, aber wenn ich bedenke, dass das mit dem Rucksack nicht ideal ist, dann eben ein neues Bike, mit dem ich noch nicht wirklich vertraut bin, wäre das wahrscheinlich mehr Wahnsinn als alles andere. Nein, wir machen das jetzt mal ganz locker, jetzt geht es erstmal weiter und ja, ich lasse es mal auf mich zukommen und entscheide dann ganz aus dem Bauch heraus, was ich machen werde. Erstmal werde ich mich auf jeden Fall an meinem neuen Bike erfreuen. So, kleine Planänderung, liebe Leute, denn ich glaube, irgendwas mit dem Freilaufritzel ist in Ordnung, weil, wie man es gerade hört, na, jetzt ist es wieder weg. Es klackert zwischendurch immer wieder, aber wenn ich dann ein bisschen in den Leerlauf trete, ist es dann wieder gut. Ah, jetzt fängt es wieder an. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ja, jedenfalls bin ich noch in Hamburg, das heißt, ich fahre noch mal kurz zu Bonn-Wedel, dass die da mal eben drauf schauen, was da los ist. Und dann fahre ich einfach mit der Bahn gleich wieder ungefähr dahin, wo ich gewesen bin. Oder ich fahre direkt ganz aus Hamburg raus, dass ich aus der Großstadt raus bin. Jetzt bin ich heute genug hier rumgecruised und gestern auch. Ja, also das heißt, es geht einmal kurz zurück. Zum Glück ist das jetzt aufgefallen, wo ich noch in Hamburg bin und nicht hinterher. Ich denke mal, wird nichts Dramatisches sein. Vielleicht hat das Freiluftritzel in der Macke. Aber das ist jetzt auch nur meine nicht von Fachmeinung. Ich weiß es nämlich nicht. Ah ja, ich fahre mal eben hin und ich werde berichten. Now you're all I ever dream about. Since I
Okay, was zum Teufel ist jetzt los? Auf einmal ist es dunkel und ich bin wieder in Aachen. Wie kann das denn sein? Ja, also ich musste die Tour leider abbrechen und bin dann, nachdem ich bei Bonvedo gewesen bin, bin ich zum kurz darauf, ich bin noch ein bisschen gefahren, aber da bin ich dann doch zum Hauptbahnhof in Hamburg gefahren und von dort zurück nach Aachen. Warum, wieso, weshalb, erzähle ich euch gleich. So, ich hoffe, dass man mich noch halbwegs sehen kann. Also hier in Aachen ist es doch mal einiges anstrengender, mit dem Single Speed unterwegs zu sein. Boah, heieieiei. Also die Berge hoch, merkt man. Aber geht schon. Jetzt gerade tränen meine Augen wie Sau. Ich glaube, von dem Fahrtwind haben voll meine Augen angefangen zu brennen, als ich gerade den Berg darunter gebrettert bin. Naja, so. Ja, warum habe ich es abgebrochen? Also erstmal, ich bin ja zu Bonvedo gefahren, weil das ja so geklackert hat da im Leerlauf. Das war scheinbar auch das Leerlaufritzel. Und an dem Punkt mal ein dickes Lob an die Jungs von Bonvedo. Die waren super nett. Und obwohl sie eigentlich keine Zeit hatten, haben sie mich trotzdem schnell dazwischen geschoben und schnell die Sache an meinem Bike erledigt. Super Sache. Nämlich gesagt habe, ich wollte eigentlich nach Aachen zurückfahren. Meinte sie, ja okay, dann müssen wir halt irgendwie zwischenschieben. Wir haben das dann direkt gemacht, hat nur 15 Minuten gedauert und dann war alles prima. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja, und oh Moment, wie komme ich denn jetzt hier rum? Ich versuche es mal hier über diesen Parkplatz. Ich weiß nicht, ob das klappt. Fahren wir hier lang. Also,
Das hat wunderbar funktioniert. Dann bin ich wieder los von Bonvelo und dann fiel mir auf, irgendwie tut mir so, oh, hier ist ein fetter Bordstein, Sekunde. So. Dann fiel mir auf, irgendwie tun mir hier die Schultern weh, also die Innenseite der Schultern, Achselbereich, wo hier der Träger sitzt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich fahre an so einem Schild vorbei und da sieht man, glaube ich, auch schon das Problem. Ja, es hat ziemlich weh und ich habe gemerkt, oh, ich habe mir da alles wund gesteuert. Das Problem ist, der Lenker ist sehr schmal. Das ist ja auch so gedacht. Das ist auch in Ordnung. Ich finde das sehr bequem. Problem ist, ich habe jetzt nicht ein besonders schmales Kreuz. Ich habe also tendenziell eher etwas breitere Schultern. Entsprechend muss ich halt schön nach innen greifen. Und dabei drücken die Träger von meinem Rucksack tierisch in die Seite rein. Und ja, das habe ich mir halt ordentlich wund gescheuert. Und ich glaube, wäre ich weitergefahren, ich bin das sogar auch noch blutig gescheuert. Das war also ziemlich unangenehm. Es ist also an der Ausrüstung gescheitert. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Wie hätte ich auch drüber nachdenken sollen? Also ich glaube, auf die Idee wäre ich so oder so nie gekommen. Ja, jedenfalls ist dieser Rucksack hier, das ist mein Mountainbike-Rucksack, wo ich einen sehr breiten Lenker habe. Da habe ich das Problem nicht. Dieser Rucksack ist einfach für dieses Bike hier nicht geeignet. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, komm, bevor du jetzt hier alles wundscheuerst und irgendwann nur noch Schmerzen hast, nimmst einen Zug nach Hause. Kannst zu Hause den Rucksack wegpacken und dann fahre ich morgen eine schöne ausgiebige Tour und dann werde ich euch auch noch mal berichten, meine Meinung zum Bike und alles, was ich noch nicht erzählt habe, werde ich dann noch machen. Und ja, so viel zum Thema. Also deswegen bin ich zurückgefahren. Ich denke, man kann das nachvollziehen. Ist dumm gelaufen, fürs nächste Mal weiß ich es besser. Und ja, das Gewicht des Rucksacks war nicht mal das Problem. Das hat mich kaum gestört. Aber ja, die Träger hier, man sieht es hier, wenn ich also so sitze, ja, dann drückt sich das da ordentlich rein. Keine Ahnung, ob man es in dem Dunkeln jetzt sehen kann. Auf jeden Fall, ich fahre jetzt nach Hause. Morgen geht's aber weiter. The next day. So, hallo liebe Leute, wie man sieht, ist es auf wundersame Weise wieder taghell. Ja, es ist natürlich Sonntag, ich habe mir jetzt mein neues sexy Gerät hier geschnappt und habe mir bei Komoot eine kleine Tour für Rennräder rausgesucht, damit ich nicht so viele unebene Waldwege oder Schotterpisten fahren muss. Sind so 60 Kilometer. Soll wohl auch ein paar nette Sehenswürdigkeiten geben. Das heißt, das werde ich jetzt mal abklappern und mich ein bisschen an dem neuen Bike erfreuen und euch dann auch mal noch ein bisschen so berichten und euch noch ein bisschen mehr zeigen, während ich unterwegs bin, als das, was ich halt ja gestern aufnehmen konnte. Da bin ich ja nur durch Hamburg gefahren. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und legen wir einfach mal los.
So, hier beginnt meine Tour. Also hier ist der Start der Komoot-Route. Bis hierhin waren es ungefähr 7,5 Kilometer. Wenn ich die Tour komplett fahre und auch das Stück wieder zu mir nach Hause, komme ich am Ende auf etwa 62 Kilometer oder sowas. Hier steht auch die Kinzweiler Burg. Kann man jetzt leider nicht viel von sehen, ist vom Wasser umringt und so. Kann man aber, wie gesagt, hier nicht viel sehen, weil das alles zugewachsen ist. Man kann ja nirgendwo wirklich reingucken. Da hinten steht nur ein alter, cooler Bus, was auch immer das ist. Ja, ich habe leider meine Drohne nicht dabei. Also ich habe sehr wenig Gepäck, ich habe nur diesen Hip-Bag hier, den ich hinten habe, dabei. Da ist das Nötigste drin, Ersatzschlauch, Werkzeug. Dann habe ich hier noch meine Wasserflasche, Portemonnaie, Geld und was man so braucht. Also nur das Wesentliche, ich habe diesmal echt wenig dabei. Ja. Auf jeden Fall merke ich jetzt schon, ohne Gepäck macht das gleich nochmal doppelt so viel Spaß, mit dem Ding durch die Gegend zu brettern. Gestern habe ich mich noch ein bisschen unsicher gefühlt auf dem Fahrrad, hatte ich ja, glaube ich, auch erzählt. Dadurch, dass ich noch nicht an diesen schmalen Lenker gewöhnt bin und dadurch natürlich alles ein bisschen feinfühliger ist beim Lenken. Und ich muss auch aber festgestellt, schon gestern, nachdem ich von Aachen Hauptbahnhof nach Hause gefahren bin, war das schon viel besser. Und heute habe ich das Gefühl, ich wäre schon immer mit dem Fahrrad gefahren. Jetzt läuft das problemlos. Jetzt fühle ich mich auch nicht mehr unsicher, wenn ich einhändig fahre. Das war vorher noch so ein bisschen wackelige Angelegenheit. Wird also immer besser. Ja, dann legen wir mal los und gucken mal, was uns auf dieser Tour erwartet. Die Tour sollte auch nicht allzu anspruchsvoll werden. Es gibt eigentlich nur eine ziemlich heftige Steigung laut Komoot. Und eine heftige Steigung werde ich schon irgendwie überleben. Und wenn ich da mit dem Bike nicht hochkomme, muss ich halt schieben, ne? Ja, auf jeden Fall, das Wetter ist super. Perfektes Fahrradwetter, super angenehm. Das sind jetzt, glaube ich, irgendwie 20 Grad oder so. Das sollen heute maximal 24 Grad werden. Es ist jetzt genau Mittag, also genau 12 Uhr. Und ja, und ich bin mal gespannt, was mich da noch erwartet. Bis jetzt rollt es sich hier sehr entspannt. Und es macht einen Heidenspaß. Es ist total geil, mit dem Ding hier durch die Gegend zu ballern. Woo! Ja, also die Kiste ist auf jeden Fall sehr flott. Mit meinem Trekkingbike ohne Gepäck komme ich vielleicht so auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von sowas zwischen 18 und 20 km/h. Hier bin ich jetzt bei 24 km/h. Das ist schon mal ganz gut. Und es macht einen Heidenspaß. Oh, kommt hier keiner? Kommt keiner, ich kann weiterfahren. Ja, geile Sache. All the good times just begun. We know.
hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. See the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Is bright. So, ich habe jetzt hier in dieser kleinen alten Kirche oder was das ist, Kapelle, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was das ist. Was steht denn da? Renoviert im Jahre 1880 von Karl Freiherr von Milifs. Das kann ich nicht lesen. Da steht. Ich kann das nicht lesen. Milius, glaube ich, heißt das. Und Elisabeth geboren Freien. Ein Reiz von Frenitz. Ah ja, keine Ahnung, ob das das richtig ist. Ich hatte gehofft, man kann hier rein und mal reingucken, aber es gibt nicht mal eine Türklinke. Nur ein altes, rostiges Schloss und viele, viele fette Spinnweben. Lecker. Ja, wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Ist immer so schwer zu lesen, weil die U's teilweise wie V's geschrieben sind. War halt damals alles ein bisschen anders. So, ich habe mal kurz angehalten, weil ich muss unbedingt was trinken. Ich habe Durst ohne Ende. Und ja, ich muss sagen, ich bin erstaunt. Also ich bin jetzt genau eine Stunde unterwegs und habe schon fast die Hälfte der Strecke hinter mir. Nicht schlecht. Es ist wirklich eine Rakete. Ja, und was ich auch sehr, sehr interessant finde, hallo. Hallo. Ja, und was ich auch sehr, sehr interessant finde, wo ich jetzt mit dem Gerät unterwegs bin, und das sieht ja auf den ersten Blick aus wie ein Rennrad, wie ein ganz normales Rennrad. Und so etwa jeder zweite Rennradfahrer, der mir entgegenkommt, grüßt oder nickt mir zu. Und das ist auch, wenn ich beim Trekkingbike unterwegs bin, definitiv nicht so. Dann ist es vielleicht so jeder Vierte oder so. Das ist, der mal Hallo sagt oder mal grüßt. Und jetzt ist es irgendwie fast jeder Zweite. Das finde ich irgendwie schon irgendwie witzig. Hallo. Da hinten ist irgendwie so ein Hof. Sieht auch ganz nett aus. So, ich trinke jetzt noch einen Schluck und dann wird weiter geballert.
Ja, ich war hier gerade im Tagebau vorbei. Das ist schon ein beeindruckender Anblick. Auch wenn natürlich der Preis für so einen Tagebau immer ziemlich hoch ist, vor allem wenn da vorher Ortschaften gewesen sind. Kann ich absolut verstehen, dass Leute immer hart gegen solche Tagebauten demonstrieren. Aber wenn so ein Tagebau erstmal da ist, sieht es schon beeindruckend aus, das muss man schon sagen. Also, ja, man muss es nicht schön finden. Ah, guck mal hier. Von hier kann ich vielleicht mal wirklich mal einen Blick riskieren. Schauen wir mal. Wow. Was ist denn das? Da wird wahrscheinlich Wassernebel versprüht. Jetzt mal mit die Straße, die da befahren wird, nicht so sehr staubt. Uppala, na toll. Schmeiß doch direkt mal das neue Fahrrad auf den Boden hier. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Nein, scheint gut gegangen zu sein. Nee. Stellen wir es mal anders hin. Ein bisschen mehr. So, mein Handy ist natürlich auch runtergefallen. Was passiert? Schöne Macke. Ah, ich habe mir eine kleine Macke hier im Display reingehauen. Super. Naja, selbst schuld. Wenn ihr aufpasst, aber nichts Dramatisches. So. Hauptsache funktioniert noch alles. So. Bevor wir jetzt hier nochmal das Fahrrad umschmeißen, bleib stehen. Nochmal ein Blick in den Tagebau. Wow. Also, schon beeindruckend. Muss man nicht gut finden, absolut nicht. Aber ja. So, Mann, da schmeiße ich mir ein schönes neues Fahrrad hin. Uppala, jetzt wäre ich beinahe noch auf die Fresse geflogen. Hier so ein bisschen Dreck. Ah, der ist auch verrutscht hier. So. Aber sonst soll ich mal keinen. Was ist das denn hier? Oh no. Sag bloß, dass. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Oh, ich hoffe, ich krieg das wieder ab. Naja, es geht ab, nur schwer. Muss ich wahrscheinlich mit dem Schwämmchen mal drüber gehen. Bin ein bisschen Lack hier dagegen gehauen von diesem Kasten, wo es gegengefallen ist. No. Na, kriege ich schon irgendwie wieder ab. Ah, Leute, was ärgert mich das jetzt mit der Macke hier im Oberrohr? Muss man echt mal gucken, wie ich das runterbekomme. Vielleicht mit irgendeinem Lösungsmittel oder mit
Abbeizer oder keine Ahnung. Muss erstmal rausfinden, ob der Rahmen wirklich nur poliertes Alu ist oder ob der noch mit irgendwas behandelt wurde. Das ärgert mich so massiv. Ich ärgere mich jetzt die ganze Zeit darüber. Aber ich meine, das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, dem sowas in der Art auch schon mal passiert ist. Wenn man was Neues, Schönes, Schickes hat, dann haut man erstmal direkt eine Macke rein, ey, so ein Scheiß. Ich hätte das Fahrrad einfach hinlegen sollen. Na gut, das lässt sich nicht ändern. Ich merke allerdings auch, dass ich mich jetzt so ärgere. Ich dümpel jetzt die ganze Zeit vor mich rum. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit ist mal eben von fast 25 km/h auf 21 km/h gesunken. Ne, Quatsch, stimmt gar nicht. Das sind die Kilometer, die noch ich noch fahren muss. Ah ne, ich bin auch bei 23,6. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber ja, ich merke auf jeden Fall, ich werde langsamer. Ich mich die ganze Zeit jetzt ärgere. Das raubt mir gerade so ein bisschen den Spaß. Weil ich jetzt am liebsten direkt nach Hause will und rausfinden will, ob ich das irgendwie abkriegen kann. Na gut, ich muss einfach erstmal damit leben, dass es jetzt erstmal ist, wie es ist. Und finde hoffentlich einen Weg, wie ich das runterkriege. Also da scheint sich ja der Lack von diesem Kasten da am Oberrohr abgerieben zu haben. Falls jemand von euch da irgendwelche Tipps hat, könnt ihr die gerne mal in die Kommentare posten. Aber vielleicht habe ich es dann, bis das Video online ist, auch schon gelöst. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem, wenn jemand einen Tipp hat, gerne in die Kommentare damit. Ich fahre hier gerade direkt am Kraftwerk vorbei. Man hört richtig, wie die Stromleitungen hier knistern. Also wenn keine Autos da sind, zumindest hört man das richtig. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hören kann, aber ja, will man nicht dran fassen. So, liebe Leute, ich bin gleich wieder zu Hause. Das heißt, hiermit verabschiede ich mich dann von euch. Ich hoffe, das Video war halbwegs unterhaltsam. Ich hatte eine Menge Spaß, auch wenn nicht alles so lief, wie es geplant war. Aber so ist das Leben nun mal. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß und das ist die Hauptsache. Und freue mich immer noch an dem neuen Fahrrad, auch wenn diese Macke da im Oberrohr mich immer noch massiv ankotzt. Aber es wird schon eine Möglichkeit geben, das loszuwerden. Da bin ich absolut zuversichtlich. Von daher sollte ich mich einfach nicht so viel darüber ärgern. Ja, in diesem Sinne
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß noch nicht, ob ich noch mehr Videos mit dem Single Speed Fixie hier machen werde. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Falls von eurer Seite da Interesse besteht, könnt ihr das ja gerne mal kommentieren. Vielleicht beeinflusst das irgendwie meine Meinung. Aber ich will erstmal nichts versprechen. Also, macht's gut. Viel Spaß beim Biken. Und bis zum nächsten Mal, vermutlich die nächste Radreise.